Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Format. Visite, danke für Ihre Zeit. Danke auch für all die wertvollen Anfragen und Zuschriften. Danke auch für die sehr netten und aufbauenden, lieben Worte. Und ich will auch überleiten gleich zu einer Anfrage, die mich erreichte von Petra. Sie schreiben, dass Sie mit Ihrer Partnerin immer sonntags diese Sendungen sehen. Sie schreiben so schön Patientensprechstunde, ja, ist schön. Und Sie schreiben, dass Ihre Partnerin eine verseuchte EBV-verseuchte Leber hat. Und offensichtlich hätte sie diesen Epstein-Barr-Virus schon mit 14 Jahren. Heute ist sie 55 und er wäre wieder aufgeflammt. Gleichzeitig besteht ein Verdacht auf ein CFS, das heißt ein chronisches Fatigue-Syndrom, also eine ständige Müdigkeit und Erschöpfung von einer normalen schulmedizinischen Meinung würde man hören, dass man jetzt eigentlich gar nichts tun könne. Und bei der Leber und so weiter kann man ja sowieso nicht helfen. Sie haben mit dieser E-Mail um Rat gefragt und mir geschrieben, Ihre Partnerin nimmt ein Vitamin C und D und Zink, Omega-3, DHEA, zusätzlich in den letzten Tagen L-Lysin. Was ist Ihre Empfehlung? Können die Leber zum Beispiel, Sie sprachen von der Hämosphärese, kann man die Viren auswaschen? An der Uni Göttingen und so weiter würde es die Möglichkeit geben. Und ja, lassen Sie mich Ihnen da mal antworten. Also die Epstein-Barr-Viren gehören so zu uns wie das täglich Brot. Also es ist gar nicht möglich heutzutage. Wir bekommen die teilweise schon mit der Muttermilch. Viren sind Kleinstpartikel in einem Bereich, wo sie niemand wahrnimmt und sie auch außerhalb der Zelle gar nicht lebensfähig sind. Das heißt, Viren haben immer ihren entsprechenden zellulären Wirt. Nur in diesem Wirt können sie sich vermehren. Und damit eine virale Belastung auch von der Natur in irgendeiner Form doch auch einen positiven Effekt hat, laufen in den letzten Jahren unglaublich viele Studien. Was ist die Aufgabe der Viren? Es gibt die Viren, sind viel, viel älter als der menschliche Organismus. Haben die Viren vielleicht auch Prozesse vorangetrieben in der Evolution? Menschen heute zu einer Immunität geholfen, die beispiellos ist in dem, worauf der Mensch adaptiert ist. Das heißt, da sind die letzten Fragen noch gar nicht besprochen. Fakt ist aber, dass Viren, die in uns leben und Epstein-Barr ist das Virus, welches verantwortlich ist für die infektiöse Mononukleosis, also das pfeifersche Drüsenfieber, und der schwere Grad einer Epstein-Barr-Reaktivierung ist durch verschiedene Stadien auch signalisiert. Ein entsprechendes Organ, was eine sehr hohe Affinität für EBV hat, ist wirklich die Leber. Aber nicht nur das. Epstein-Barr ist auch ein lymphotropes, das Lymphsystem und neurotropes, die nervenbefallenes Virus. Nun muss man aber auf der anderen Seite ein bisschen zurückgehen mit seiner wirklichen Ernsthaftigkeit und Aggression und verseuchte Leber. Also jeder sucht sich immer seinen Wirt und jeder platziert sich nur dort, wo er auch sich platzieren darf. Und die Möglichkeit eines Organismus mit einer viralen Belastung fertig zu werden, ist am Tag 125 mal millionenfacht möglich. Das heißt, wenn es eine persistierende Infektion gibt, die reaktiviert ist, das heißt, die jetzt auf einmal aktiv wird, dann stellt sich nicht die Frage nach dem Virus, sondern es stellt sich die Frage nach der Immunität. Was ist denn jetzt mit meiner Immunität? Ich habe ja auch eine intrazelluläre Immunität, die wacht darüber, ob Viren da sind, aber die nichts tun, ob Viren
reaktiviert werden. Das heißt, immer nur dann, wenn ich schwach bin, zu einer Reinfektion neigen oder zu einer persistierenden Infektion. Und Viren sind genauso Epstein-Barr wie Herpesviren. Das wissen Sie doch alle. Sie kriegen doch nicht einfach den Herpes, hier den Lippenherpes. Sie wissen doch ganz genau immer irgendwo, wenn er auftritt, was ist denn wieder passiert? Habe ich mich geekelt? War ich zu viel in der Sonne? Habe ich auch wieder emotional viel Stress gehabt? Alles das muss ja irgendwo passiert sein, wenn der Lippenherpes, Herpes simplex, sich wieder reaktiviert. Und das ist nicht eine Frage des Herpes simplex, sondern eine Frage einer immunitären Störung. Genauso mit der Gürtelrose. Ich kriege nicht die Gürtelrose aus dem Nichts. Aber wir haben expansive Entwicklung von Gürtelrosen gesehen, jetzt in dem Rahmen der letzten 2 Jahre. Aber warum? Durch die Maßnahmen, die wir durchgeführt haben, durch die Angst, die wir gespürt haben, durch die Injektionen, die wir gegeben haben, durch die post-viralen Syndrome, die entstanden sind und so weiter. Also Virenprozesse haben immer was auch mit der Immunität zu tun. Und da muss man ansetzen. Und Aussage, man kann nichts machen, ist eindeutig falsch. Punkt, Komma, aus, falsch. Wer das sagt, der weiß nicht, was überhaupt für Prozesse jetzt gefordert sind, wieder zu stabilisieren. Und wenn es Ihnen wirklich sehr am Herzen liegt, dann kann ich an dieser Stelle nochmal hinweisen auf die neue Reihe, indem ich Menschen das Immunsystem erkläre, um einfach dann auch gezielter und bewusster zu wissen, wer ist denn hier in meinem Körper eigentlich dafür verantwortlich, dass virale Prozesse gar nicht erst in die Reaktivierung kommen. Und eine entscheidende Frage, und die geht jetzt weit darüber hinaus, jetzt greife ich einfach erstmal aus meinem Leben und aus meiner Erfahrung und meinem Wissen, kümmern Sie sich jetzt bitte ganz entscheidend, wie ist Ihr Vitamin D-Spiegel? Vitamin D einzunehmen ist das eine, aber das andere ist, hat Vitamin D jetzt auch die Kraft in unserem Körper, diese 100.000 Immunregulationsleistungen wirklich zu stimulieren und die natürliche Killerzellaktivität, die verantwortlich ist, einen viralen Prozess wieder zu reaktivieren oder inaktivieren, Entschuldigung, das ist wichtig, dass Vitamin D jetzt ausreichend da ist. Vitamin D ist an vielen anderen Prozessen beteiligt, aber mit einer starken und guten Vitamin D-Versorgung bin ich nicht angreifbar. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht, dass ich virale Reaktivierung ständig kriege und meine in mir ist mein Körper im Gleichgewicht. Das sind permanente Prozesse, die jetzt uns wachrütteln müssen, diese Dinge zu hinterfragen. Das eine ist wirklich das Vitamin D. Das andere ist sehr wohl Zink, aber Zink ist etwas, ein Spurenelement, das man intrazellulär messen muss, also im Vollblut. Zink ist zu 70% wichtig in der Zelle. Es gibt eine Reihe von Prozessen, die zinkabhängig sind, über hunderte von Enzymen. Die intrazelluläre Immunität ist zinkabhängig. Und lassen Sie diesen intrazellulären Spiegel messen, dann wissen Sie, inwieweit die Versorgung auf zellulärer Ebene, aber auch durch den Zinkhaushalt noch optimal reguliert werden. Ich gehe manchmal bis zu 100 Milligramm hoch, um einfach ein System wieder in die Balance zu bringen. Und damit starten natürlich auch Prozesse, die jetzt nicht starten. Und Zink ist nicht vom Körper zu speichern. Das heißt, ich muss dann vielleicht 3-4 Mal am Tag 15 Milligramm einnehmen. Nicht nüchtern. Zink geht sehr auf den Magen. Gucken Sie das an und lassen Sie diese Spiegel vielleicht auch mal nach 2-3 Monaten messen. Ganz gut ist L-Lysin. L-Lysin ist ja eine Aminosäure, die verhindert, dass die Viren sich weiter vermehren. Und L-Lysin dann aber bitte in Dosierungen 2000 vielleicht Milligramm
Schauen Sie das mal, wie Sie das auch gut vertragen. 3 mal 1, das sind 1500. Gehen Sie auch gerne höher. Aber das kann eine wirkliche große Unterstützung sein bei diesen viralen Prozessen. Vitamin C ist selbstverständlich. Es gibt noch eine Reihe von Dingen, die auf der orthomolekularmedizinischen Ebene wichtig sind. Aber bitte denken Sie in dem Moment auch immer an Ihren Darm. Der Darm will da außen vor nicht vergessen werden. Die Leber ist abhängig von einem gesunden Darm. Wenn der Darm kränkelt, wenn der Darm eine offene Schranke hat, wir sprechen von einem Leaky Gut, einer Schleimhaut, Permeabilität, die durchlässig geworden ist, dann ist das erste Organ die Leber. Die hat das auszumerzen. Die Leber bekommt am Tag die 2300 Liter Blut. Und wenn die Leber überfordert ist durch die Dinge des Darmes, das ist Schwefelwasserstoff, das ist Ammoniak, das ist Gatol, das sind Bakterien, Pilze, das sind parasitäre Dinge, das sind sogenannte Endotoxine, sagt man, wenn die Bakterien zerfallen und Bruchstücke nur ins Blut gelangen. Das gehört in diesem Ausmaß da nicht rein und zum Anfang kommt alles zur Leber. Entlasten Sie jetzt aber die Leber. Tun Sie der Leber ganz, ganz viel Gutes und schließen Sie dann die passagiere Schranke des Darmes. Das sind Stuhluntersuchungen, die man veranlassen kann auf Zonulin, auf Alpha-Antitrypsin, auf Calprotectin, auf EPX und auf das sekretorische IgA, um sich ein Bild zu machen von der Schleimhautimmunität. Und dann kommen Sie auch da ein Stückchen weiter, weil ja ein CFS, ein chronisches Fatigue, ein Schwäche, ein Müdigkeitssyndrom, das ist schnell unter dem Damoklesschwert, aber letztendlich kann das in der Reaktivierung des Epstein-Barr so sein. Das macht ein Erschöpfungssyndrom. Aber es kann natürlich auf der anderen Seite sein, dass auch die Leber in ihren über hunderten Aufgaben dieser Kraft, Viren sind immer intrazellulär, diesen Aufgaben nicht mehr gewachsen sind und ein typischer Schmerz, den die Leber hat, wenn sie überfordert ist, wenn sie in ihrer Leistungsfähigkeit überfordert ist und einfach für den Körper diese Arbeit nicht mehr machen kann, ist die Erschöpfung, ist die Müdigkeit. Auch der EBV hat das in Phasen dann verschiedene Entwicklungen. Eine Phase, die der EBV in der Schwere durchlebt, ist die Erschöpfung. Also es gibt noch unglaublich viel mehr. Aber damit würde ich mich beschäftigen. Cardius marianus ist die große Leberpflanze, die hilft, im Rahmen der Toxizität die Zelle zu entgiften, aber gleichzeitig die Zellmembran wieder zu schließen. Helfen Sie der Leber, indem Sie abklären, ob Sie eine HPU haben. Das ist die Kryptopyrolurie. Das ist der Verlust ständig an Mangan, Chrom, Vitamin B6 und Zink. Und dann stehen natürlich auch diese Prozesse alle nicht bereit, die man benötigt, um hier auch einer viralen Belastung gut gegenüberzutreten, die auch eine Entgiftungsschwäche über Wochen, Monate, Jahre provozieren. Und so ist es ein sehr komplexes und großes Geschehen, das man wahrscheinlich wirklich gut strukturiert mit einem Kollegen besprechen kann und sagt, wo kann ich ansetzen? Epstein-Barr-Behandlungen durch ein Orthomolekularrezept, was Sie sehr gut tun. Das andere ist, bitte vergessen Sie nicht, die Mikroimmuntherapie. Und die Mikroimmuntherapie ist eine Immunmodulation. Im Rahmen dieser Immunmodulation durch das 2L-EBV, Mikroimmun, schaffe ich mit jeder Kapsel, die ich nicht schlucke, sondern öffne und unter die Zunge schütte, eine Information auf das Immunsystem, das sich gerade in der Auseinandersetzung mit dem EBV jetzt aktiv auseinandersetzt.
Dauer circa 5 bis 7 Monate und ich trainiere das Immunsystem. In jeder Kapsel ist eine andere Dosierung, Interleukine, Interferone. Und das sind alles Dinge, die wesentlich dazu beitragen, die ganze, wie soll ich das nennen, den ganzen Ablauf einer Immunkaskade wieder zu regulieren und eine faire und ehrliche Auseinandersetzung mit dem EBV zu ermöglichen. Jetzt würde ich noch anschließen, Ozonbehandlung. Wir haben sehr, sehr viel gute Erfahrung mit Ozonbehandlung. Auch mal nur eine Serie zu machen mit Ozon, das kann man rektal geben. Man kann das Ozongas natürlich auch intravenös insufflieren. Und Ozon hat eine sehr breit aufgestellte antiviral, antiparasitär, antibakterielle Wirkung. Dazu noch eine sehr hoch durchblutungsverbessernde, also mikrozirkuläre Verbesserung und damit viel bessere Sauerstoffausschöpfung auf zellulärer Ebene. Also es sind einige Gedanken, die man hier erklären kann, aber ich glaube, dass Sie da Ihren Weg finden. Werden Sie nicht müde, der Leber Gutes zu tun, abendlich durch Leberwickel, durch auch einen schönen Zystus-Tee, der sehr antibakteriell, antiviral, antiparasitär wirkt. Zystus-Tee, aber auch Tee aus Cardus Marianus, der Mariendistel oder Löwenzahntee. Aber auch das sind alles die großen Leberpflanzen, die unterstützen, glaube ich, da sehr viel Gutes tun. Und so würde ich rangehen und das überhaupt nicht in irgendeiner Form als gegeben hinnehmen und auch nicht verseucht. Ich muss schon meinen Körper verstehen. Dieses Problem lenkt die Aufmerksamkeit auch auf den Darm. Es gibt natürlich für Erschöpfung, CFS, noch viele, viele andere auch bakterielle oder parasitäre Erkrankungen. Aber lassen Sie uns das vielleicht mal bei diesem Thema bleiben. Und ich hoffe, dass ich Ihnen damit einige gute Empfehlungen geben konnte. Und vielleicht gehen Sie durch die Fürsorge jetzt, diese Dinge anzuschauen, morgen ganz anderen Dingen aus dem Wege, weil Sie der Leber hier, ich wiederhole mich bestimmt, aber für Sie ist es nun mal eine Mutter, die wesentlich mitredet über das Gesundbleiben oder vielleicht auch krank werden müssen, weil hier ist Hilfe gefordert. Und sich vielleicht auch an Kollegen zu wenden, die nicht sagen, da kann man nichts machen. Das hat man vielleicht vor 20 Jahren gemeint. Aber wir haben heute diese Dinge. Wir haben nicht mehr chronische, schwere bakterielle Infektionen, sondern wir haben chronische Entzündungen, die im Körper penetrant sind. Und die werden wesentlich auch durch diese viralen Reaktivierungen ausgelöst. Und das ist ein Dauerschwellenbrand, der uns das Immunsystem in den Fokus bringen muss und vor allen Dingen auch erkennen muss, dass Epstein-Barr heute doch ein ernstzunehmendes Thema ist, viel ernster, als wir glauben. Denn wir machen ja immer noch, wenn Sie zum Beispiel sehen, bei der Gürtelrose, da werden antivirale Mittel gegeben. Menschen haben dann manchmal Postzoster, Neuralgien, haben lange Zeit diese schweren Nervenentzündungen. Das ist keine Lösung, weil ich muss ja eine Krankheit muss ich verstehen. Und wenn ich verstehe, was in diesem Körper geschehen ist, dass er Krankheit eine Plattform bietet, dann ist ja dieses Verständnis erst daraus entstanden, dass ich vorher verstanden habe, was es alles benötigt, damit Gesundheit auch stabil bleiben kann. Und das Leben ist eigentlich multikausal. Wir leben heute in einer ganz anderen Zeit. Wir leben mit ganz anderen Stressoren, nennt man das. Wir leben mit ganz anderen Belastungen oder auch toxischen Dingen, die wir gar nicht hören, die wir gar nicht sehen. Die werden verpackt. Wir können die kleine Inschrift manchmal gar nicht erkennen. Wir erahnen nicht, dass der Apfel 10-mal gespritzt ist. Das hat alles was damit zu tun. Und wer jetzt nicht aufgrund so einer Tatsache, wenn Sie meinen, Sie holen jetzt hier den Joker raus und ich präsentiere Ihnen die Lösung,
das ist zu leicht, das ist viel zu leicht und ist auch nicht die Ursache. Ich muss an die Ursache ran und die Ursache liegt in Ihnen. Und ich hoffe, liebe Petra, dass diese Ausführungen Ihnen beiden ganz viel Mut machen, auch ganz viel Freude machen, das Leben anders zu verstehen, das Leben in andere Hände zu nehmen, der Leber Gutes zu tun. Und wenn man meinte, man braucht das Gläschen Wein abends, dann muss ich sagen, nee, braucht man nicht. Und es ist gar kein Problem, auch mal ein Gläschen Wein zu trinken. Aber die Dosis macht hier das Gift. Und die Leber, die man jetzt vielleicht von einer Belastungs- oder Erschöpfung mitnehmen möchte, die braucht sehr, sehr viel Fürsorge. Und nebenbei ist natürlich auch von der Gesundheit der Leber und unsere Immunitätslage von abhängig. Und ich wünsche Ihnen auf dieser Reise, auf dieser spannenden Gesundheitsreise, ich mag mich ja in meinem Leben mit Krankheit eigentlich nicht so sehr aufhalten und sie auch nicht ausschmücken und sie verbessern oder verändern. Ich mag sie klären. Und Klärung heißt, ich muss erreichen, dass ich Ihnen die Freude auf das vermitteln kann, also Lust auf Gesundheit. Und dann können Sie verstehen und lernen und diese Prozesse in Ihre eigenen Hände nehmen. Und eigentlich ist das was ganz Schönes, weil man beobachtet, wie sich ganz viel in uns verändert. Und das ist auch das Schöne. In einem Organismus verändert sich jeden Tag alles. Das heißt, jeden Tag habe ich immer wieder Neues in der Hand, zu verändern, zu verbessern, zu entlasten, ihm liebevoller zu begegnen, mit mehr Erfahrung, mit mehr Wissen. Und am Ende ist da ganz viel Licht am Tunnel und Sie wissen das ja auch. Wir sind jetzt im Winter, aber die Wiese, die wird immer wieder grün. In diesem Sinne, alles Gute, ganz gute Zeit, ganz gute Woche Ihnen allen auch. Und ich freue mich sehr auf die nächste Sendung mit Visite. An dieser Stelle noch einmal visite@qs24tv würde Ihre Anfrage aufnehmen und die gelangt dann zu mir. Und ja, ich freue mich, mich mit Ihren Themen beschäftigen zu dürfen und den Rat und das Wissen mit Ihnen zu teilen. Alles Gute und auf Wiedersehen.